Und darüber sprechen wollen wir jetzt mit dem Präsidenten des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen, Dirk Salewski. Schönen guten Tag zunächst nach Berlin. Guten Morgen nach Hamburg. Die Baubranche, die war ja jahrelang so eine Boombranche, eigentlich die einzige, die immer weiter gewachsen ist, während es anderswo schon bergab ging. Warum und an welcher Stelle, Herr Salewski, ist es denn genau gekippt? Also der Boom war meiner Meinung nach Anfang der 90er Jahre zu Ende und das waren die Wohnungen, die wir wegen der Wiedervereinigung bauen mussten. Von Boom zu reden halte ich also für falsch. Was richtig ist, ist, dass wir in einer extrem Niedrigzinsphase die Verteuerung des Baus, insbesondere durch Regulatorik, also hier reden wir ja heute über Politik, nicht so sehr gemerkt haben oder es hat nicht so wehgetan, aber jetzt nach der Zinswende tut es natürlich umso mehr weh. Sie sprechen ja sogar vom Niedergang der Bauwirtschaft in einem Interview, der schwer zu bremsen sein wird. Was erwarten Sie denn von der Bundesregierung, um den zu stoppen? Ja, nun, wir müssen ja zunächst mal ein wenig auf die Ursachen schauen. Ich habe gesagt, wir haben die letzten 20 Jahre als Verband angemahnt, mit den anderen Verbänden im Übrigen gemeinsam, dass mehr gebaut werden muss. Wir haben immer darauf hingewiesen, dass Bauen in Deutschland strukturell viel zu teuer ist. Es gab unter Herrn Seehofer eine Baukostensenkungskommission, die 2 Jahre getagt hat, ein wunderbares Abschlusspapier geliefert hat. Nur umgesetzt worden ist davon leider nichts. Weder von der schwarz-roten Regierung noch von der Ampel. Was wir allerdings erlebt haben, war ein kompletter Förderstopp im letzten Jahr. Und da sind etliche tausend Wohneinheiten sozusagen gestrandet, die eigentlich fest davon ausgegangen waren, dass sie die Fördermittel bekommen und auch nur mit diesen Fördermitteln gebaut werden können. Frau Geiwitz hat kurz nach ihrem Amtsantritt ja schon festgestellt, dass nahezu jede Neubauwohnung in Deutschland gefördert wird und hat diesen Umstand beklagt. Ich sage, es war nötig, alle diese Wohnungen zu fördern, weil die Forderungen der Politik an die Qualitäten, an die Standards, an die Energieeffizienz und vieles andere mehr dementsprechend hoch waren, dass es ohne Förderung nicht finanzierbar war. Jetzt gibt es keine Förderung mehr und jetzt baut auch niemand mehr. Aber für den Beobachter passt das auf den ersten Blick nicht zusammen. Die Bundesregierung, die verspricht 400.000 neue Wohnungen im Jahr. Das sind Großaufträge für ihre Branche. Warum reicht das nicht? Also zunächst mal fängt das Problem in der Kommune an. Die Kommune hat die Planungshoheit und die Kommune bestimmt, ob gebaut wird, wo gebaut wird und was gebaut wird. Also das, was wir jetzt hören, als die ersten Dinge, die durchsickern, Herr Scholz hat gesagt, wir müssen serielles Bauen ermöglichen und dass der Vergleich zur Autoindustrie, dass man in Dortmund keinen anderen Außenspiegel braucht als in Flensburg, da schlägt ja alles fehl, weil in der Kommune wird bestimmt, ob überhaupt gebaut werden darf und wenn gebaut werden darf, was gebaut werden darf. Insofern bin ich ganz froh, und deswegen geht der BFW anders als andere Verbände heute auch hin, dass wir in diesem Bündnis versuchen, die anderen Entscheidungsträger, es ist ja nicht nur die Bundesregierung, es sind genauso die Landesregierung mit 16 Landesbauordnungen und es sind vor allen Dingen über 10.000 Städte und Gemeinden, die Baurecht schaffen in Deutschland und die müssen jetzt alle an einem Strang ziehen und es wird dringend Zeit, dass wir aus dieser Neubaufeindlichkeit endlich mal herauskommen. Bundeskanzler Scholz, der hat ja lange argumentiert, als der Zins noch bei 9% lag zum Beispiel, da haben wir auch gebaut und zwar sehr viel. Warum geht das jetzt plötzlich nicht mehr? Was antworten Sie? Auch das ginge schon sehr gut. Er müsste uns nur erlauben, zu den gleichen Standards der frühen 70er Jahre zu bauen. Ich sage Ihnen aber auch ganz deutlich, so möchte kein Mensch heutzutage mehr wohnen. Nur eine Multiplikation besteht immer aus 2 Faktoren. Hohe Baukosten und hohe Zinsen führen zu hohen Wohnkosten für die Bevölkerung. Also müssen wir an einer Schraube drehen. Und wenn Frau Geiwitz sagt, für eine Zinssubvention ist kein Geld da, dann müssen wir eben an die Baukosten ran. Ein erster Schritt ist sicherlich, die weitere Verschärfung zu verhindern. Wir haben ja gerade Herrn Daldrup gehört. Eigentlich müssen wir auf einen deutlich niedrigeren Standard zurück und mal in Ruhe überlegen, wie wir das Ziel der Klimaneutralität sinnvoll und wirtschaftlich sinnvoll vor allen Dingen erreichen können. Und da steht für mich die Energiegewinnung deutlich vor dem Energieverbrauch. Wir haben uns aber gerade im Bauwesen in den vergangenen 20 Jahren eigentlich nur um den Energiebedarf gekümmert, aber nie um die Bereitstellung von Energie. Mieterstrommodelle, alles hochkompliziert, viel zu bürokratisch. Das sind Dinge, die man jetzt sehr, sehr schnell und sehr strukturell angehen muss. Trotzdem brauchen wir jetzt eine Initialzündung, weil wir verlieren gerade Arbeitsplätze. Wir verlieren gerade Facharbeiter im Baubereich. Das Baugewerbe klagt über hohe Auftragsrückgänge, was am Ende bedeutet, dass ich befürchte, dass wir im Wohnungsbau in den kommenden Jahren ein ähnliches Fiasko erleben wie zurzeit in Hotellerie und Gastronomie, die ihre Leute, die in Corona sich neue Arbeitsplätze gesucht haben, auch nicht zurückbekommen. Und wir werden ewig brauchen, wenn jetzt alles zusammenbricht oder vieles zusammenbricht, die Maschine wieder ans Laufen zu kriegen. Und das ist eigentlich unsere größte Befürchtung im Augenblick.
Herr Salewski, es ist ja schon ein bisschen was durchgesickert. Zum Beispiel die Familienförderung, die ausgeweitet werden soll, die Standards, über die wir gerade gesprochen haben, die eben nicht weiter verschärft werden sollen. Das ganze Programm, das soll ja angeblich 14 Punkte umfassen. Reicht Ihnen das jetzt erstmal, das, was Sie gehört haben, oder ist da noch ganz viel Luft nach oben? Also, von Wohnungsbauförderung in diesem Familienprogramm zu sprechen, ist meiner Meinung nach falsch, weil es ist keine Wohnungsbauförderung, es ist eine Energieeffizienzförderung. Und die Mittel kommen auch nicht aus dem Wohnungsbauministerium, sondern aus dem Wirtschafts- und Klimaministerium. Und es wird auch nur der höchste aller denkbaren, zurzeit verfügbaren Wohnungsgebäudestandards gefördert, nämlich Effizienzhaus 40. Und in der weiteren Folge dann noch mit einem, wenn man noch ein bisschen mehr Förderung haben möchte, muss man noch ein Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude nachlegen. Das ist der mit Abstand teuerste Wohnungsbaustandard weltweit und war bisher auf Familien mit sehr geringem Einkommen beschränkt. Die Tatsache, dass 212 Anträge bisher in diesem Programm bewilligt wurden, bundesweit, bitteschön, 212, ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass dieses Programm die Zielgruppe und den Markt komplett verfehlt. Die Erhöhung der Einkommensgrenze wird sicherlich hier und da helfen, der ein oder anderen Familie ins Eigenheim zu kommen, was ich für richtig halte. Unsere Eigentumsquote in Deutschland ist viel zu niedrig. Aber für eine Initialzündung, dass jetzt Hunderttausende von Wohnungen gebaut werden, ist dieses Programm nicht ansatzweise geeignet. Das heißt, ganz kurz zum Schluss, Herr Salewski, weil uns ein bisschen die Zeit wegläuft. Mit welchem Gefühl gehen Sie da heute in diesen Gipfel? Also ich sage immer, wenn ein neues Regierungsprogramm kommt, erwartet man Wermutstropfen. Heute erwarte ich eher viel Wermut mit ein paar Hoffnungstropfen. Sagt Dirk Salewski, der Präsident des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.